Vielen Dank, Vic. Oh, scheint auch ganz schön lang gedauert zu haben. Wir haben ja Mittag. Ja, shoot to thrill, das sollten wir auch hinkriegen. Hammer werde ich wahrscheinlich eh nie nutzen. Death and Taxes kann ich ja mal probieren. End? Hoffe ich zumindest. Ja, kannst mich mal. Wir kürzen. Wieder ist die Tür offen. Langsam habe ich das Gefühl, irgendwer mag mich nicht. Irgendwie erwarte ich immer wieder, dass ich irgendeinen komischen Creep hier drin sehe. Also, meine Güte. Wieder Zeit für einen Neufriesbar. Ne. Nein. Nein. Was? Das nicht. Das auch nicht. Meine Güte. Gut, bleiben wir hierbei. Mal wieder Geheimratsecken. Ja. Sieht doch schick aus. Warum hast du deine Knarre rausgeholt? Ich fühle mich in meiner eigenen Bude nicht mehr sicher. Hey, wie? Geht gleich los. Schön. Wenn du nochmal schiffen musst oder so, mach's jetzt. Okay, dann mach ich's hier und jetzt. Wie aufmerksam von dir. Die Party kann losgehen. Naja, erstmal musst du dich an der Anlage aufstellen. Also, hopp, hopp. Ja, ja, ich mach ja schon. Eigentlich bitte. Hallo, 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 wie geht's? Okay, hier ist. Ich hab was Besseres. So, wie viele sind da? Nur sechs? Du meine Fresse. Na, was soll's? Gott.
Die Regeln sind einfach, okay? Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf. Ganz egal auf welches. Ballert ruhig auf das vom Nachbarn. Der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Reicht diese? Ah ja, nur Kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und holt eure Sturmwummen und Raketenschleudern raus, verstanden? Der erste Preis ist eine Pistole. Aber eine echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Dann leg mal los. Aber genug gelabert. Da wird man ja bekloppt. Bereit? 3, 2. Hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der doppelläufigen? Nur Kleinkaliber. Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter! Und jetzt mach einen Abgang, Mann! Sofort! Hey, entspann dich, Turm. Einfach mal chillaxen. Bin ja schon weg. Perlen vor die Säule. So ein Scheiß. Na gut. Ah, jetzt geht's. 3, 2, 1. Aufs Ziel, wie? Schieß aufs Ziel, nicht die Wand. Sieht gut aus, Rudy. Haus sie weg. Zeit, wie? Häng dich mal ein bisschen an. Ja, ich hab dich auch lieb, Mann. Was war das für ein Mist, Lisa? Brille vergessen? Hm. 15 Sekunden. Zieh's durch, wie? Da geht doch nichts über den Geruch von rauchenden Colts. Stopp, Leute! Oh. Ende! Wir sind fertig! Ich war ein Loser. Erster Platz! What? Wie? Oha! Zweiter! Rudy! Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen! Na los, verschwindet! Ich habe echt gewonnen! Danke, Watson. Schönes Ding. Mhm. Jupp. Yep. Bis dann, Wilson. Man sieht sich. Hm. Das ging flott. Ach schon. Ruf kurz. Hm? Ach, sehr wahrscheinlich. Okay, eine Handgranate als Bild. Wie hier. Hab gehört, du hast einen Job. Richtig. Ich brauche einen Fahrer. Dann ruf dir ein Taxi. Taxi ist nicht mein Ding. Die machen meist die Biege, wenn's brenzlig wird. Aber genug gelabert. Lass uns direkt zum Geschäftlichen kommen. Habe gehört, du bist der Beste in der Stadt. Ich arbeite gern mit den Besten und weiß, dass das seinen Preis hat. Die Details erspare ich dir jetzt mal. Ich meine, wenn es stimmt, was man über dich sagt, kannst du alles regeln. Also, was meinst du? Hast du das Zeug für den Job oder ist dein Ruf fake? Sehr, sehr nett. Okay, ich bin dabei. Japantown, beim Eingang zum Markt. Hup ein paar Mal und ich komm zu dir. Bis dann, Vee. Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in the... Ungutes Gefühl bei den Typen, also. Okay. Sun while you can. There's a... Erstmal Sand and the Clowns. Natürlich, erstmal. Mal gucken. Was machen wir denn als nächstes? Trifft nur stumpfe Waffen.
Ausdauer. Stufenwaffen 5 Sekunden lang. Durchschlag. Minus 40% gegnerische Panzerung nach einem Treffer bei einem schweren Angriff. Ach, machen wir erstmal Coolness noch. Wählen wir noch die Smart-Waffen-Funktion. Prepare for cooler as we head into the weekend. Dann schauen wir auch mal, was der Clown will. Alright. Nehmen wir Delamain. Hallo. Also, das Tempo gefällt mir doch ganz gut. Schön zu hören. Leck mich. Hä? Was ist jetzt los? Hey, bist du wie? Was zum Fick? Oh, leck mich. Das beantwortet nicht die Frage. Du hast da was in deinem Gesicht? Die Granate. Darf ich fragen, warum? Ein Unfall beim Jonglieren oder so? Ziemlich uncool. Du fragst mich was Persönliches noch bevor du dich selbst vorgestellt hast. Du bist V, korrekt? Ja, das bin ich. Gut, dann mal los. Wohin denn? Little China. Ich hab Lust auf Huhn Kung Pao. Schön scharf gewürzt. Okay. Ich frag mal lieber nicht. Ja, ich bin ja schon weggerannt. Diese unhöflichen Typen hier. Naja, wesentlich habe ich noch ein entsprechendes Auto. Das ist auch was. Ach, Skippy. Stört dich das nicht? Was? Die Granate. Also, die in deinem Gesicht. Man gewöhnt sich dran. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich beim Popel nicht den Stift ziehe. Aha. Ups. Gut, da wären wir. Wir sind da. Warte hier auf mich und lass den Motor laufen. Okay. Wir sind hier nur, weil du Hunger hast? Kann man so sagen.
Ich trau dir nicht, Junge. Ein gutes Gefühl. Scheiße, was war das? Bist du so eine Art Granatenfetischist? Meine Güte. Der wahre Name für diesen Cyberspace lautet. Nicht schlecht, oder? Wäre besser gewesen, wenn du gleich gesagt hättest, was du hier abziehen willst. Du bist gut. Da haben die Leute recht. Echt verdammt gut. Nur leider hast du einen Stock im Arsch. Naja, das war's dann mit uns beiden. Viel Glück, V. Und. Entspann dich etwas, ja? Ich zieh gleich den Stift aus deiner Nase. Erklärst du mir jetzt diese Nasensache? Ach ja, es gab einen Streit mit meinem Bruder und er hatte eine Zange. Oh Mann, Geschwister. Du hast ja keine Ahnung. Ich hätte mir eine neue holen können, aber so passt das irgendwie besser zu meinem Stil. Okay. Und ich komme so mit den Mädels ins Gespräch. Muss sie nur nach dem Taschentuch fragen. Und? Funktioniert's? Nicht wirklich. Und meine Bezahlung? Was soll damit sein? Hier, wie gesagt, die Besten haben ihren Preis. Oh, ist das schäbig. Mach's gut, und nie an der Nase herumführen lassen. Ha, ha, ha. Ich rechne noch mal später. Das ging mal schnell. Mal schauen, das nächste Rennen war doch hier irgendwo. Jetzt echt? Ja. Meine Güte. Hoffen wir mal, dass ich da auch den ersten Platz schaffen werde. Oh Mama, das wird heftig. Da los. Ich bin hier der Terrorist. Ihr ballert hier doch rum, wie bekloppt.
Danke. Los, Vigilante, komm her. Wie? Hey, wollte mich nochmal bei dir bedanken für deinen Hit im Clouds. Will mir gar nicht vorstellen, wie das ohne dich gelaufen wäre. Naja, auf jeden Fall habe ich was, was uns helfen könnte. Ich kann dir noch keine Details verraten, aber ich melde mich die Tage bei dir. Oh, und ich wünsche dir einen spektakulären Tag. Was? Beschäftige dich anderweitig. Naja, kriegen wir schon hin. Hey Claire, nächstes Rennen. Start klar? Das wird hart. Offroad und viel Bleihagel. Oh yeah. Wir nehmen die Bestie. Will sie mal draußen ausprobieren? Mag gern. Nova, ich bin übrigens schon da. Perfekt. Ich auch gleich. Super. Okay, wir sehen uns. Ja, das wird eine Nummer werden, ha? Keine Ahnung. Arbeite vielleicht solo. Da, versuch's wohl. Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Haben wir ein Rennen vor uns, hm? Nummer 2 von 4, ja. Bereit für die Piste? Die alte Kaldos haben scheinbar ein gutes Team. Die glauben, das wird ihr Rennen. Haben sie Unrecht? Denke nicht. Meistens gewinnt hier ein Nomadenteam. Okay, in der Sonne schmelze ich. Ich warte in der Karre. Sicher. Glück hast du auch einen Nomaden bei dir. Hey Leute, denkt dran, so irre wie möglich. Oh yeah. Den ganze irre wie möglich. Dachte schon, du versetzt mich wieder und ich muss Bulli mitnehmen. Ladies und Gentlemen, Hosen hochziehen, anschnallen und Motoren anwerfen. Die 30 Sekunden, Countdown. Hört ihr mich? Ignorier ihn. Luigi bequatscht die Leute gern. Im Kofferraum ist Klebeband. Was ist denn? Wollt euch nur viel Glück wünschen. Danke. Alright, Sam. Erwartet.
Stein, ein Stein. Ich fass es ja nicht. Ah, und das. Ja. Ja, ja. Ja, machen eine ganze extra Runde. Genau. Ja, super. 1A. Mann, ey. Ich hasse diese Autos. Erwartet. Ich krieg gleich noch. Ah, nee, Hilfe! Auf damit immer! Mann! Na, wartet. Holt den Raketenwerfer raus, wir machen die alle kalt. Meine Fresse. Warte. Ey. Meine Fresse. Die wollen mich jetzt echt fertig machen. Ja. Auf. Echt jetzt? Echt jetzt? Ist echt nicht mein Rennen heute. Meine Fresse. Ja. Leck mich. Leckt mich doch, ihr Scheißstein. Mann. Gleich noch. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja. Macht nur, macht nur, macht nur. Ja, nee, ist klar. Komm schon! Zieh! Noch so halten. Puh. Ja, so die Kurve gekriegt. Zumindest kann man nicht sagen, dass es ein langweiliges Rennen wird. Come on! Wir schaffen es! Wir schaffen das! Yes! Uff! Wir sind echt gut. Ja. Ja. Gut genug fürs Finale? Darauf kannst du wetten. Na los, fahr zur Ziellinie. Oh,
Meine Fresse. Glaubt ihr nicht, dass ich auf den Sieger gewettet habe? Claire, ich brauch was zum Beruhigen. Wie schlage ich mich so? Du fährst zu weite Kurven und bist auf Geraden zu langsam. Aber ich bin auch pingelig. Ja, merke ich. Bereust es also nicht, mich gefragt zu haben? Noch nicht. War dein letzter Fahrer besser als ich? War er. Guter Ehemann. Großartiger Fahrer. Autsch. Du fährst also seinetwegen? Er liebte diesen Zirkus. Genau wie die Maschinen. Hat mit ihnen geredet. Wenn er hinterm Steuer saß, war es, als würde er damit verschmelzen. Nur er. Keine Implantate. Wir gewinnen das für ihn, oder? Ich zähle auf dich. Kommst du mit zur Werkstatt? Natürlich. Ja, klar. Fahren wir. Mann, mein Herz pocht. Meine Güte. War das jetzt ein Rennen? Vielen Dank, Herr. Hey, Scheiße. Oh. Mein Gott. Guck nach Songbutton, nee. Lass das. Natürlich.